Servus Camper, ich bin heute auf der CMT 2018 mit dem Marc. Der Marc ist von der Firma Titronic. Hallo. Und ihr habt ja bestimmt schon von diesen Replay-Attacken gehört. Und es ist wohl total einfach, in so ein Auto reinzukommen. Ich habe ja einen Citroën Jumper, ja, relativ neuen Baujahres, also jetzt keine alte Krücke oder so, sondern... Geht aber auch mit älteren, ne? Baujahr 2006. Moderne Technik, ja. Und das Fahrzeug ist verriegelt. Ja. Und der Marc meint, es ist relativ einfach, da jetzt reinzukommen. Also ich habe jetzt meinen Fahrzeugschlüssel hier. Ja, ich lege den jetzt einfach mal hier unten hin. Ich bin jetzt also schlüssellos und der Marc hat ihn auch nicht. Genau, ich habe mein Notebook. Ich habe zuvor das Signal für das Öffnen des Fahrzeugs aufgezeichnet mit dem Notebook und kann es jetzt wiedergeben und damit den Wagen entriegeln. Das zeigen wir jetzt einfach mal. Knopfdruck und der Wagen ist auf. Ihr habt es gesehen, es blinkt. Es ist krass. Mein Auto ist offen. Das macht mich jetzt auch so ein bisschen etwas unsicher, würde ich schon sagen. Ja. Was kann ich oder was könnt ihr, darum geht es ja hauptsächlich, dagegen tun, dass euch sowas nicht passiert? Du bist ja erfreulicherweise schon im Besitz einer Vipro 3 Alarmanlage genau, von uns. Eine Vipro von genau. Euch, ja. Die kann man jetzt ohne weiteres aufrüsten, wenn man schon eine hat, okay. Und damit die Sicherheitslücke schließen. Das Problem ist ja bei den Fahrzeugschlüsseln von Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer ab Baujahr 2006, dass die Signale nicht kodiert sind. Das heißt, jeder kann so wie ich gerade mit einfachsten Mitteln das Signal aufzeichnen, wiedergeben ich und das drin. Ich bin immer ja, noch ein bisschen, ja, die räumen mir mein Auto sonst leer jetzt, gell? Davon kannst du ausgehen, ja. Ja, und euch auch. Im Übrigen, ja. Ja, wir können mit der Anlage eben die Sicherheitslücke schließen. Wir steuern dann über die Alarmanlage die Zentralverriegelung. Das geschieht also im Idealfall dann nicht mehr über den Funkschlüssel. Okay. Und unser Signal ist kodiert mit über 4 Milliarden sich ständig ändernden Codes. Ja. Also nahezu unknackbar. Mein Schlüssel, den muss ich dann nachrüsten, oder? Genau, da kommt eine kleine Umrüstplatine von uns rein, die dann mit der Alarmanlage kommuniziert, nicht mehr mit dem Fahrzeug. Und dadurch ist das Ganze wieder sicher dann. Und wer baut mir oder meinen Zuschauern jetzt das ein? Das machen sehr, sehr viele Caravan-Händler. Eine Händlersuche haben wir auf unserer Website, titronic.de. Da findet man jede Menge kompetenter Händler, die einem da weiterhelfen können. Okay, super. Also ich blende euch die Seite von Titronic nochmal ein. Und von der Vipro, die habe ich ja bei mir schon eingebaut. Da kommt auch in kurzer Zeit nochmal ein Video, super, wie man das dann auch nochmal sieht. Gell? Dann sperre ich jetzt mal wieder zu bei mir, gell? Versuch's. Okay. Dann sage ich erstmal danke. Jo, gerne, ich danke hoffe, dir auch. Ihr konntet ein bisschen was davon mitnehmen und sehen, dass es tatsächlich ein bisschen gefährlich ist, weil der Marc ist zwar ein ehrlicher Mensch, aber irgendjemand anders räumt euch vielleicht das Auto aus. Und das muss ja auch nicht sein. Gell? Nein, ist ja schade. Ja, okay, also dann. Servus, danke, ciao. Danke auch, ciao.